Hey Leute, was geht? Der Shisha-Squad Rösrad ist hier. Und zwar sind wir heute in der Phoenix-Lounge in Köln. Und heute ist die neue Eröffnung am 25. Und zwar ist das hier an der Zülpicher Straße 38 bis 40. Ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeigucken. Die Pfeife sind Baba. Wir haben gerade eben schon ein bisschen geraucht. Die Location ist echt schick. Jetzt seht ihr ein paar Beauty-Shots. Viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder drüben am Platz. So Leute, da sind wir auch schon wieder. Wir saßen hier jetzt eine Zeit lang und haben die Pfeifen ein bisschen ausgetestet. Wir haben hier übrigens neben uns den Tolga, einen Mitarbeiter, sitzen. Jawohl. Und der wird euch auch noch ein bisschen was erzählen über den Laden hier. Wir haben hier die MIG Edelstahlpfeifen und naja, man kann sich nicht beschweren. Ich meine, wir haben hier einen echt guten Durchzug, der Kopfbau, alles super. Außerdem kommt hier echt oft Kohle, alles neu. Die Bedienung kommt immer wieder, fragt, ob alles okay ist. Wir befinden uns hier an der Zülpicher Straße und das ist hier das größte Lokal, was sich hier befindet. Das sieht man auch schon direkt, wenn man reinkommt. So, die haben das hier echt schön gestaltet. Die Atmosphäre hier ist wie in Gummersbach eigentlich dieselbe, da wir hier auch unter anderem die gleichen Mitarbeiter haben, alle freundlich. Wie ihr gerade eben schon gehört habt, wir haben jetzt schon einige Pfeifen geraucht. Die Bedienungen sind hier alle sehr, sehr nett und freundlich, also sehr zuvorkommend. Und das Essen, was ihr da vorne stehen seht, das probiert gleich und geben euch dann eine Rückmeldung. Jetzt sitzt neben uns der Tolga und er erzählt jetzt euch noch ein bisschen was über den Laden, wie es so läuft und ja, das hört er jetzt. 3, 2, 1. Ein Dankeschön an Marc und Jan, dass sie hier sind und zu begleiten an dem ersten Tag auf dem Zülpicher Platz. Ja, sehr danke nochmal, dass ihr uns so gut bewertet. Wir sind froh, dass ihr hier seid, auch die Gäste. Wir freuen uns immer. Wir wachsen jetzt, der zweite Laden von uns, mittlerweile in Köln jetzt und vorher in Gummersbach. Noch Hagen kommt auch noch demnächst. Ja. Die Atmosphäre stimmt heute, der Laden ist voll seit 9 Uhr. Ambiente ist gut, hoffe euch gefällt's. Ja, die Anfangszeit war stressig, wir haben den Laden hier übernommen, die Wände waren wie Schrott. Wir haben komplett alles tapeziert, die gestrichen, alles renoviert. Die Sitze wurden wieder bearbeitet, dass sie wieder gut aussehen. Ja, und als Team, ja, wir sind wie Familie geworden, alle hier, die hier sind. Danke nochmal an das Team, an meine Chefs, hier Kemal Abi, Momo, Ramazan Abi, dass sie uns das alles ermöglicht haben. Ja, und hoffe, das geht so weiter. Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass es weiterhin so gut läuft und natürlich genauso wie in Gummersbach. Also, wenn ihr da noch nicht ausgecheckt habt, geht sowohl dahin als auch hierhin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es wurde gesagt, dass bald die MIG-Pfeifen durch WUKA-Pfeifen ersetzt werden. Stimmt das? Ja, wir haben, was heißt ersetzt? Wir benutzen beide. Beides sind super, haben super Qualitäten. Die haben Geschmack, die geben besseren Geschmack. Der eine ist da besser, der andere da. Haben beide Vor- und Nachteile, aber das sind schon super Pfeifen. Man weiß es halt, wenn man die kennt, weiß man das. Ja, und nochmal,
Wir versuchen halt unser Bestes, dass unser Kunde halt zufrieden ist. Das merkt man auch. Die Kunden, wir haben jetzt die Kunden gefragt, wie es hier ist. Die sagen, es ist super. Hoffe, dass sie uns auch bewerten. Auf unsere Seiten, Instagram oder Facebook, Phoenix Lounge, Köln, Cologne und Gummersbach. Ihr findet alles in der Beschreibung. Swipe, 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 swipe. Ja, Mann. Dann nochmal eine Frage an dich. Jetzt, wo du ja arbeitest, also würdest du sagen, es ist schon echt stressig? Was für Aufgaben machst du ja eigentlich? Also, ich baue die Köpfe, wir bringen die Pfeifen raus. Wir versuchen halt, dass der Kunde immer zufrieden ist. Unser Bestes geben wir halt. Ne? Das ist halt, wir waschen die Pfeifen jedes Mal nach dem Benutzen. Das ist halt so ein Ablauf. Ne? Wir bauen die Köpfe selber. Super, dann danken wir dir schon mal, dass du mitgemacht hast im Interview. Und auf jeden Fall danke für die Einladung mal wieder. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal die Tage oder vielleicht auch in der späteren Zeit, ob hier oder in Gummersbach. Was, ihr seid alle herzlich eingeladen, Gummersbach, Köln, wenn wir noch einen Hagen öffnen, da auch. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Hier herrscht auf jeden Fall super Ambiente und super Pfeife. Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal für das Interview. Euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Abend, schönen Morgen oder einen schönen Tag. Bei der nächsten Pfeife wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen guten Rauch. Bis dahin, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao. Auf Essen eingeladen.